Hallo bei TechStage hier vom Mobile World Congress in Barcelona. Wir sind zurzeit zu Gast bei Asus und Stefan, der normalerweise meistens ja hinter der Kamera steht, steht dieses Mal vor der Kamera. Der Grund ist wieder eine Kamera. Und zwar, was ist das für ein Gerät? Das ist das Zenfone Zoom, das wir eigentlich schon auf der CES gesehen haben. Allerdings war es da nur hinter Glas zu sehen und dieses Mal dürfen wir es anfassen. Es funktioniert aber nicht. Es ist ein Mockup, da ist, ich weiß nicht, ob Technik drin ist oder nicht, aber es geht nicht an. Aber wir sind schon mal drei Schritte weiter als auf der CES und dadurch, dass wir jetzt hier, also gefühlt seit, ich weiß es nicht wie viele Jahren, mal wieder was mit optischem Zoom bei einem Smartphone sehen, du zuckst so, rede ich Quatsch? Nee, alles gut. Okay, also. Das ist nur ganz schön lange her, glaube ich. Ich habe gerade versucht zu überlegen. Ich wüsste jetzt auch, zumindest was bei uns in Deutschland verfügbar war, da gab es schon lange nichts mehr mit optischem Zoom. Okay, wir haben jetzt hier also einen optischen Zoom im Smartphone. Ist das die Über-Handy-Kamera? Das mit Sicherheit nicht, weil der Bildsensor, das eigentlich zentrale Element von jeder Kamera, ist nämlich mit 1 durch 3,06 Zoll genauso groß wie der Bildsensor in den allermeisten Smartphones. Und damit wird die Bildqualität sich eben auch auf dem Niveau von den allermeisten Smartphones bewegen. Der Vorteil ist aber, ich habe einen optischen Zoom, das heißt, ich kann das Bild verlustfrei dreifach vergrößern. Bei anderen Smartphone-Kameras gibt es ja auch einen Zoom, das ist halt ein digitaler Zoom, das heißt, die Pixel werden einfach nur vergrößert und hier wird das Bild quasi vergrößert, bevor es auf den Sensor kommt und der Sensor nimmt das Bild mit voller Auflösung auf und wenn ich digital zoome, dann macht der Sensor quasi aus einem Pixel 4 zum Beispiel und muss sich dann halt, und die ist, also nicht der Sensor, sondern das Handy macht aus einem Pixel 4 und die Software muss sich dann halt überlegen, wie könnten diese 4 Pixel denn jetzt aussehen, wenn, also muss ich halt irgendwas ausdenken oder interpolieren, heißt es. Genau. Mittelwert nehmen oder wie auch immer. Genau, also muss ich halt irgendwas aus den Fingern saugen und das ist halt niemals so genau wie die echte Information, weil, ja. Mich erinnert die Rückseite von dem Gerät total an das gute alte Lumia 1020 mit dem 41-Megapixel-Sensor. Was schätzt du, wird das eine bessere Bildqualität haben oder das Lumia? Das Lumia, ganz eindeutig. Liegt einfach daran, der Sensor im Lumia ist viel, viel größer. Und wenn es ein einziges Maß gibt für die Bildqualität von Kameras, dann ist es die Sensorgröße und nichts anderes. Und der Sensor, ich müsste wahrscheinlich ins Blaue raten, aber der Sensor vom Lumia wird wahrscheinlich die 5, 6, 7, 8-fache Fläche von dem Sensor haben, der hier drin ist. Und das bedeutet einfach, der fängt 5, 6, 7, 8 Mal, also ein Vielfaches an Licht ein, wie dieser Bildsensor. Und je mehr Licht, desto besser. Bei Tageslicht mag der Unterschied nicht so groß sein, aber sobald die Lichtverhältnisse schlechter werden, und schlecht bedeutet in dem Fall schon bei Tageslicht in geschlossenen Räumen, wird der Unterschied einfach enorm sein. Was haben wir denn ansonsten noch? Da sind ja noch so ein paar kleinere Highlights auf der Rückseite zu erkennen. Wir haben hier einen Dual-LED-Flash. Der hat zwei Blitze, das sind quasi zwei Blitze mit unterschiedlicher Farbtemperatur. Das bedeutet, wenn ich jetzt unter warmem Licht jemanden fotografiere, dann knipst, also dann schießt das Handy auch einen warmen Blitz ab. Und dann sieht die Person, die ich jetzt vor der Kamera habe, nicht total kalt und bleich aus, sondern passt sich eben in der Farbe der Umgebung an. Das kennen wir ja schon von anderen Geräten. Ich glaube, HTC hat es im One oder One M8. Genau. Und im iPhone steckt so ein Dual-Color-LED-Blitz drin. Lenovo hat sogar einen Triple-Color-LED-Blitz. Stimmt, haben sie jetzt auch gerade frisch vorgestellt, ganz genau. Und darunter ist noch ein zweites Fensterchen und das hat eine rote Abdeckung und die kennen wir in der ähnlichen Form vom LG G3. Ja, hier das Asus Zenfone Zoom hat nämlich einen Laser-Autofokus. Das bedeutet, der misst die Entfernung vom Smartphone zum Motiv und das Smartphone, die Optik in einem Smartphone kann dann direkt auf das Motiv fokussieren. Und normalerweise, wenn Smartphones fokussieren, dann probieren die Trial and Error einfach aus. Die fokussieren mit dem Objektiv quasi irgendwo hin und die Software im Smartphone analysiert dann, ist das Bild jetzt scharf oder ist es nicht scharf und das fokussiert einfach. Das ist dieses Pumpen, dieses, was man ja von Kameras kennt, von Kompaktkameras, von Smartphones. Also die Kamera fokussiert einfach wild durch die Gegend, bis die Software erkennt, oder sind scharfe Kanten. Und wenn ich die Entfernung direkt messe, dann kann ich das Objektiv zielgenau an den Punkt schicken, oder die Linsen im Objektiv kann ich zielgenau an den Fokuspunkt schicken, wo das Motiv eben scharf ist. Und das bedeutet, das geht einfach
ungleich schneller. Wer schon mal mit einer DSLR fotografiert hat, da wird auch mit den Phasenvergleichssensoren direkt die Entfernung gemessen und das Objektiv genau an die richtige, also ja, ungefähr wird die Entfernung gemessen, aber das Objektiv wird jedenfalls genau an die richtige Position geschickt. Wer das schon mal gemacht hat, der weiß, das ist einfach viel, viel schneller. So, jetzt haben wir die Information bekommen, dieser Laser-Autofokus funktioniert über eine Distanz von 16 Zentimetern. 60. 60? Genau, 60 waren es. Okay, egal. Es ist auf jeden Fall nicht so weit, zumindest klingt das so. Warum reicht es denn? Weil kleine Bildsensoren, ich glaube, wer schon mal mit dem Handy jemanden fotografiert hat, und das dürfte wahrscheinlich jeder sein, der 3 Meter von mir wegsteht, dem ist aufgefallen, die Person auf dem Foto ist scharf und eigentlich ist der Hintergrund auch scharf. Also es ist nicht wie bei DSLRs so, dass ich die Person fotografiere und ich habe dann einen unscharfen Hintergrund, sondern ab einer gewissen Entfernung vom Smartphone zum Motiv ist eigentlich alles scharf. Und da gibt es die Hyperfokaldistanz, das ist einfach der Punkt, ab dem oder die Entfernung, ab der alles scharf ist. Und die ist eben bei Smartphones aufgrund der kleinen Sensorgröße bzw. aufgrund der kleinen Brennweite, die die Objektive dann haben und so weiter und so fort. Jedenfalls, das ist bei Smartphones, ist diese Entfernung relativ niedrig. Und eigentlich muss ich nur den Bereich bis zu dieser Entfernung abdecken, weil wenn ich das Objektiv auf einen weiter entfernten Punkt fokussiere, dann ist eh alles scharf und ich habe keinen selektiven Fokus wie bei Spiegelreflexkameras zum Beispiel. Das heißt, ich kenne die Hyperfokaldistanz von diesem Sensor und Objektiv nicht, aber man muss eigentlich nur einen relativ kurzen Bereich abdecken, in dem die Fokussierung wirklich auch kritisch ist. Und das ist eben bei Smartphones der Nahbereich. Und damit ist es dann, also sprich die Verzögerung beim Auslösen ist extrem gering. Hoffentlich, je nachdem wie gut es funktioniert, aber in der Theorie sollte. Sollte es deutlich besser sein, ja. Ansonsten haben wir eigentlich ein relativ normales Android-Smartphone, würde ich sagen. Ja. Display ist ein 5, wolltest du noch was sagen? Ja, was vielleicht noch ganz cool ist, es gibt hier eine dedizierte Kamera-Auslösetaste. Und daneben ist noch ein kleiner runder Button, mit dem kann ich sofort die Videoaufnahme starten. Das hört sich gut an. Ja, ja. Im Zweifelsfall nicht verkehrt. Ja, können wir mal ganz kurz über die anderen Daten, zumindest sofern sie schon feststehen. Was da für ein Prozessor drin steckt, steht nämlich noch nicht fest. Aber wir haben ein 5,5 Zoll großes IPS-LCD-Panel mit Full-HD-Auflösung. Wir haben je nach Ausführung 2 oder 4 GB RAM, 32, 64 oder 128 GB ROM und in allen Fällen immer noch die Möglichkeit, den Speicher per MicroSD-Karte zu erweitern. Und ja, Android 5.0 läuft natürlich darauf. Markteinführung soll im zweiten Halbjahr 2015 dieses Jahr noch passieren. Ja, es wäre auch schlimm, wenn nicht. Das Jahr ist ja noch nicht so lang am Laufen. Und Preis ab 399 US-Dollar. Wie viel es in Europa kosten wird, steht auch noch nicht fest, aber das ist zumindest mal eine Hausnummer. Und ja, auf mich wirkt es jetzt nicht so unfassbar teuer, unleistbar. Nö, es klingt eigentlich ganz fair. Es kommt halt darauf an, wie hoch dann die tatsächlichen Steuern und GEMA-Abgaben und was alles noch an Vampiren dazwischen steckt. Ja. In der Tat. Genau. Genau. Also, wir sind sehr gespannt auf das Zoom. Danke, Stefan, für die ausführlichen Kamerainformationen. Ich hätte es nie im Leben hingekriegt, das selber irgendwie auch nur ansatzweise zu erklären. Gerne. Wenn es euch gefallen hat, mehr von uns, mehr vom MWC. Andere tolle, coole neue Smartphones gibt es auf techstage.de, bei uns im YouTube-Channel, in den Social Networks. Und wir freuen uns über einen Daumen nach oben und ein Abo natürlich, weil dann verpasst ihr keine Videos von uns. Danke, bis bald. Ciao. Ciao.